Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play PNG Drive. Wir befinden uns heute wieder auf einer neuen Map, die ich wie immer nie ausprobiert habe, und zwar einer Alpen-Map. Ihr seht schon ziemlich viele Berge so im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, wie groß die ist. Wir sehen schon mal einen ziemlich großen Jump. Guck mal, da die Rampe. Die werden wir auch benutzen. Aber ich werde erst wahrscheinlich gegen Ende der Folge, wenn das mal uns anschauen. KI habe ich aber auch da und ihr seht, die ist schon mal sehr gut umfahren. Hier haben wir, glaube ich, auch wieder Schienen, so wie es aussieht. Tatsächlich. Das heißt, sobald wir einen Zug haben, können wir das hier machen. Das ist schon sehr verlockend, hier einmal einen Zug reinzukommen. Aber wir haben gerade keinen Zug, also naja. Wir fahren passend zum Alpen mit einem ETK lang, ETK 800. Das ist die TT-Sport-Variante, aber nicht die Plus. Also, wobei es wahrscheinlich wenig Unterschied ist. Wahrscheinlich eher so wie C63 und C63S. So. Mal schauen. Na, wir gucken mal. Aber sieht auf jeden Fall schon mal schön aus, die Map. Und werden auch mal gucken, wie sie sich so fährt. Die Straßen wirken schon mal sehr holprig. Und das spawnt die KI direkt vor uns. Die Straßen wirken sehr holprig. Okay. Wenn wir hier aufpassen, musst du da extrem lange das Heck heraushängen lassen. Und übrigens, denkt dran, zwei Sachen. Ihr könnt ab sofort eure Wünsche für Folge 1500 posten. Wenn ihr sie unter die letzte Folge gepostet habt, bitte nicht nochmal posten. Ich gehe alle 5 Folgen durch. Das heißt, wenn ihr den Wunsch in der letzten Folge gepostet habt, müsst ihr ihn nicht nochmal posten. Also müsst ihr ihn gar nicht mehr posten, bis Folge 1500 kommt. Okay? FYI. Und wie immer, ihr könnt mir auf Instagram folgen, wenn ihr die neuesten Updates aus meinem Leben in Kanada haben wollt. Bald kommen die neuen Vlogs. Ich arbeite daran, mir um schneller was zu haben. Keine Sorge. Also nächste Woche. Diese Woche komme ich da nicht dazu wahrscheinlich. Aber nächste Woche kommen dann mindestens 2 Vlogs. Und dann versuche ich ein reguläres Schedule reinzukriegen. Aber ja, wenn ihr in der Zwischenzeit irgendwie die neuesten Updates haben wollt, folgt mir einfach auf Instagram erik_j_n, erik_c. Link ist unten auch in der Videobeschreibung. Wisst ihr was? Wir crashen mal kurz hier in den. Stopp. Erstes Menü weg. Danke. In den Covid rein. Genau in die Seite. Und der knallt jetzt erstmal schön gegen die Wand und wir auch noch. Aber zum Glück ist da eine Wand. Genau. Rücken an Rücken, Mensch. Weil ohne Wand wäre es ziemlich böse aushören. Aber es ist eine ziemlich gute Strecke, muss ich sagen. Mir gefällt die Streckenführung hier ist soweit. So, rum. Sportmodus. Also ich muss sagen, die TT-Sport-Variante ist durchaus heckfreudig momentan. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre die auf der Map noch ein bisschen heckfreudiger. Ich weiß nicht, ob man so ein bisschen einschränkt hat, dass man ein bisschen weniger Grip ist, weil es wirkt also, als wären sozusagen so ein bisschen, als wären die Reifen ein bisschen kalt. Wir hätten ein bisschen weniger Grip. Unangenehm. Unangenehme Sache. Nicht runter. Und der crasht nicht. Okay, den wollen wir mal weiter verfolgen. Weil es wirkt nicht so, als hätten wir jetzt so viel Grip wie sonst, meiner Meinung nach. So, da einmal rein in die Tür. Und dann rum. Okay, da hat er es nicht ganz so eingelegt wie wollte und jetzt ist der Schrott. Okay, aber nochmal vor den Miramar. Kriegen wir dich nochmal? Ja, nochmal gegen. Aua. Okay, wir wechseln gleich zum ETK 800. ETKK, denke ich. Aber erstmal will ich noch mit dem 800 rumfahren, weil der eigentlich ziemlich cool ist, so wie der das Heck rumbringen will. So, Heck raus und Heck raus. Aufpassen. Oh, das wäre sehr unangenehm. Echt. Das Schöne ist aber an dem ETK 800, er ist... Ach, es gibt keine Reifenspuren. Jetzt merke ich, irgendwas dachte ich mir ist falsch und die Schatten sind nicht ganz so. Die Reifenspuren müssten minimal drunter sein, oder? Sehen wir nicht. Eine Chance zu sehen. Das müssten nämlich 2 Schichten sein. Ja, die Map ist nämlich noch nicht perfekt, weil guckt, wenn wir jetzt mal. Guckt, keine Reifenspuren. Da sind die. Ja, aber irgendwie noch bestimmt Winkel. Interessant. So. Aber ja, der macht einfach riesig Spaß, der ETK 800. Weil man den so einfach driften kann. Und vor allem. So, aufpassen. Ist es meistens wirklich einfach nur eine Gas-Sache. Also man muss den gar nicht, muss da nicht viel lenken, um ihn zu driften. Da einfach nur ein bisschen Gas in der Richtung wenden und schon schwupps darum. Ich überlege, ob die Plus-Variante, ob der Unterschied daran liegt, dass der vielleicht Albert hat, weil der Heck-Antrieb, soweit ich gerade gesehen habe und auch spüre beim Fahren. Und ich glaube, die andere Variante ist Albert, ne? Vielleicht ist das der Unterschied. Also nicht wie C36 und C36S, sondern viel mehr. So.
Okay. Corvette, das war eine ziemlich gute Position. Was haben wir? Ah, Finish. Achso, das war eine Rally, das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Irgendwo dann geht es da auf jeden Fall, nachdem wir ein paar Drifts erstellen. Ja, komm, es wurde sich nämlich auch ganz ein paar Drifts zu machen. Dann machen wir vielleicht irgendwann bald nochmal eine Folge direkt. Also dann wollen wir hier kurz eine einminütige Driftpause machen. Driftpause, das hört sich auch geil an. Sprich mal in der Schule. Eine Driftpause. Fingerlein. Kurze Pause, wir gehen alle driften. Wer will den Ferrari haben? So. Haben wir ein paar Drifts machen. Und ihr seht, selbst mit Tastatur ist der Etika 800 wie ein kleiner Welpe zum Driften. Also nicht, dass ein Welpe gedriftet, aber sehr leicht im Zahn, das wollte ich ausdrücken. Ist eher eine Redewendung im Englisch. Funktioniert nicht so gut im Deutsch, gebe ich zu. Gut, das soll es mit unserer Driftpause sein. Wir wollen mal gucken, wo das hinführt. Aber bevor wir da langsam und vorsichtig rüberfahren, eisig, glaube ich, springen wir einfach. Da unten ist eine Kirche, wie schön. Herrlich. Wollen wir mal hin. Auf direktem Wege. Oh, wir knallen sogar direkt dagegen, oder? Ne, die Bäume fangen uns an. Ist das überhaupt eine Küche? Ne, ist das nur ein Häusler. Ist nicht mal eine Kirche. Wow. Aber hier unten sind noch mehr Straßen, während unser ETK nicht mehr so gut aussieht. Nehmen wir uns mal einen brandneuen ETK, was viel sportlicheres ist. ETK K. Nehmen wir die Hummel, die gute alte, Wenn wir es in der manuellen geben, die manuelle Schaltung meistens nicht mehr in BeamNG. Aus dem Grund, dass ich nicht selber schalte. Weil es ist die BeamNG-Schaltlogik, die selber schaltet. Und dann bringt mir der Vorteil der manuellen Schaltung nicht viel. Der einzige Vorteil, dass ich Kupplung treten kann, wie jetzt zum Beispiel. Einfach reven kann und so weiter. Also da kann ich ein bisschen driften. Aber Fahrzeuge wie der ETK 800 zum Beispiel, die brauchen das gar nicht. Die haben genug. Die haben eine gute Balance. Und da reicht, geht es super mit der Automatik und die Automatik schaltet dann halt schnell und man kann sehr gut damit arbeiten. Das dürfte uns, das Heck ziemlich zu böse zerdeppert haben. Und ja, deshalb bevorzuge ich im BeamNG, solange ich nicht irgendwie mit Lenkrad und allem spiele, wirklich einfach die Automatik. Aber es ist mir nicht so wichtig, dass ich jetzt extra nochmal das Menü gehe und wechsle. Mal so gesagt. Aber es ist eine echt schöne Map, muss ich sagen. Das ist eine echt tolle Map, die gefällt mir durchaus. Also, da können wir vorher schon häufiger drauf ziehen. So, können wir das Heck mal ein bisschen rumringen. Irgendwie die Hummel. Okay, tschüss. Die Hummel hier enttäuscht mich gerade ein bisschen. Die hat irgendwie nicht den Wumms, den ich erwartet habe. Wo hatten wir die ETKK da? So, nehmen wir irgendwas Sportlicheres. Elektro. 8 Zylinder? Hui. 8 Zylinder, glaube ich, für die ETKK. Ich glaube, 6 Zylinder ist das größte. Wartet. So, okay. Aber er ist zumindest viel träger, als ich dachte. Oh, Bremsen. Wo sind meine Bremsen? Okay, der ist. Zumindest diese Mod-Varianten hier sind nicht wirklich sehr agil, gebe ich zu. Also besonders von dem ETK 800 Kombi, den wir gerade gefahren sind. Erwartet mal ein bisschen mehr hier vom ETKK. Einfach nicht wirklich die Dynamik, die man so hat. Da fahren wir links durch. Hallo. Wie gesagt, die Bremsen extrem schwach für den Wagen. Und irgendwie wirkt der einfach so schwer. Oh, der will nicht wirklich einlenken, nichts machen. Man will nicht mal fangen. Einlenken, driften. Rausbeschleunigen. Oh, tschüss. Fast hätte ich es gehabt. Fast wäre es cool gewesen, Leute. Okay, ich hatte versprochen, wir gehen auf die Rampe. Suchen wir die Rampe. Wo haben wir die Rampe? Rampe? Hallo? Da bist du. So, wir können von mehreren Seiten kommen. Okay, wir sollen aber von der Seite kommen. Das hat sich gerade schon notiert. So. Oh, wow. Das sind ein paar Bergchen. Hier geht's sogar richtig ran. Offroad-Tracks. Ja, also wir müssen definitiv nochmal zurückkommen zu der Map. Wenn ihr wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Okay, ja, so. Den kaputten brauchen wir nicht. Wir werden mit 3 Fahrzeuge runter. Angefangen mit dem. Okay, dann muss ich gerade rumkommen. Jetzt müssen wir sehen, wie schnell wir werden. Wir haben ja genug Gänge, oder? Ja. So, und da setzen wir absolut auf. Oh, wir können sogar mal zu schnell sein gegen die
Brücke knallen. Oh, wow. Die Verwandte gibt's nicht mehr. Autsch. Okay, das ist unangenehm. Okay, und nochmal runter. Gegen den Baum. Perfekt. Okay. So, dann nehmen wir, ich nehme mal was random. LeGrand, okay. National. Ich habe Buick Grand National. Warte. Buick. Oh Gott, das hab ich den Namen. GNX. Grand National. Keine Ahnung. Ach. Wie kann mir jetzt der Name entfallen? Ich weiß den Namen von dem Wagen jedes Mal. Außer jetzt, wenn ich es ihm sagen würde, ist natürlich schon belastend. Grand National ist es gut. Jedenfalls die coole Variante, die Sportvariante. Die, die auch mittlerweile ordentlich was wert ist. Den habe ich gesehen. Absolut hübsches Fahrzeug. Ziemlich geil. Bester Buick gelegt. So, vor allem der Buick, der mittlerweile Opel ist. Nichts gegen Opel. Ich war sehr zufrieden mit dem Grand Am. Aber ist einfach nicht so super sportlich, was Buick anbietet, ne? Und dann bin ich mit dem Truck. Den Trucky Truck. Keep on Trucking. Ja, hört sich gut an. Warte mal. Weil ich will gucken, ob wir die Rampe nehmen können. So. Dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang, sechster Gang. Vierter Gang. Okay, dann schalte ich mal selber. So, okay. Ich schalte durch die Gänge durch. Okay, das war jetzt nicht wirklich smooth, gebe ich zu. der eine Wagen, welcher auch immer da gerade war, hat übrigens so Glück gehabt. Ich bin fast genau drauf geknallt. Ups. So, während das brennende Wrack hier noch unterwegs ist, würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie immer, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, schreibt in die Kommentare, welchen Wunsch ihr für 1500 habt. Denkt dran, keine Kommentare doppelt zu schreiben. Hier ist ein Loch im Berg. Und, ja, folgt mir auf Instagram. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer DSG. Ciao.